Herzlich willkommen zu AfD persönlich. Bei mir heute zu Gast im Studio Herr Christian Wirth. Hallo. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute bei uns sind. Gerne. Herr Wirth, Sie sind ja Spitzenkandidat im Saarland. Das Saarland ist ja berühmt-berüchtigt für seine Politiker. Stechen Sie da raus? Ich hoffe positiv. Ja, wir hatten ja angefangen bei Honecker über Lafontaine. Jetzt gleich drei Minister bei 1,2 Millionen Einwohner. Das ist schon beachtlich, denke ich mal. Ja, wir können halt gut klüngeln. Ich wollte gerade sagen, woran liegt das denn? Ist bei Ihnen der Politikunterricht so gut? Ja, man ist ja kommunikationsfähig im Saarland, halt kleines Land, linksrheinig und nah an der Grenze oder direkt an der Grenze. Wir sind sehr kommunikativ, das kann man schon behaupten. Und daher, denke ich, machen viele Politiker ihren Weg. Das schadet nicht, ne? Offensichtlich nicht, nein. Nun steht der Wahlkampf ja quasi direkt vor der Tür. Freuen Sie sich drauf? Ja, sicher. Macht immer viel Spaß. Ich hoffe, dass man einen gescheiten Wahlkampf führen kann, dass man mit den Menschen reden kann, ihre Probleme annehmen kann. Ist halt jetzt unter diesen komischen, angeblichen Epidemiebedingungen ein bisschen schwierig. Aber ich freue mich drauf, ja. Was haben Sie geplant? Ja, tingeln auf jeden Fall. Also ganz wichtig für die AfD ist, dass wir die Herrschaft über die Briefkästen und die Straßen erringen. Die Medien werden es uns nicht leicht machen, der politische Gegner auch nicht. Aber ich denke, wenn wir auf die Straße gehen, werden wir viel erreichen. Wie ist da so die Rückmeldung von den Menschen? Ist das mehr positiv oder kommt da auch mal jemand und beschimpft Sie ganz wild? Ja, sicher. Das ist auf jeden Fall. Gerade also, wenn man in Saarbrücken Stadt ist, ist es natürlich etwas anstrengender vom Publikum her. Auf den Dörfern und den Städten, kleineren Städten, geht es eigentlich ganz gut. Die Leute kommen schon und reden mit einem. Ja. Das ist schon das, also überwiegend positiv dann. Sie sind ja nun kein ganz neues Gesicht im Bundestag, haben ja schon eine Legislaturperiode dort verbracht. Was waren denn dann die Schwerpunkte Ihrer Arbeit, die Sie gesetzt haben? Also ich bin im Innenausschuss, mache Innenthemen. Ich habe viel zu Staatsbürgerschaftsrecht gemacht. Ich bin ja auch Rechtsanwalt, also ich bin für Verfassungsrecht zuständig. Ich habe jetzt beim Bundespolizeigesetz der Modernisierung einen eigenen Änderungsantrag mit 7 Punkten eingebracht, den die SPD und CDU, nachdem sie den Punkt 4-mal verschoben haben, dann abgekupfert haben 1:1 und als eigenen Antrag eingebracht haben. Bundespolizeigesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz habe ich mitgemacht jetzt, Verfassungsschutzgesetz, das waren also die letzten Monate die Schwerpunkte meiner Tätigkeit. Sind Ihnen das Herzensthemen? Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht der geborene Innenpolitiker, ich komme ja aus einem Berufsleben, wie wir alle aus der AfD und habe mich da schnell eingefunden, habe wieder viel dazugelernt, muss ich auch sagen, weil es ganz andere Rechtsgebiete sind. So habe ich zum Beispiel auch eine eigene Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen das Notbremsengesetz, über 50 Seiten. Das ist nochmal eine ganz andere Art zu arbeiten natürlich als im normalen Berufsleben als Rechtsanwalt, aber es macht sehr viel Spaß und Freude, so am Zentrum zu sein, eigentlich ein Kindheitstraum gewesen. Tatsächlich? Ja, wollten Sie als Kind in den Bundestag? Ich wollte immer in den Bundestag, ja. Ja, das hat mir immer imponiert. Ich habe auch schon als Kind die Diskussionen verfolgt, die früher noch gehaltvoller waren. Wehner, Strauß, Brandt, Schmidt. Und ich habe mir mit 12 Jahren die Welt als Geburtstagsgeschenk, als Abo schenken lassen und mit meinem Großvater samstags immer die FAZ gelesen. Ja, ich war da schon sehr früh infiziert. Machen Sie das bis heute? Ja, klar. Also digital halt. Ja, das hat sich geändert. Digital, aber lesen. Also ich lese quasi den ganzen Tag immer quer Nachrichten, alles, ja. War das für Sie dann ein ganz emotionaler Moment, wo sich dann dieser Kindheitstraum erfüllt hat und Sie das unterschreiben durften? Boah, das ist sehr, sehr emotional. Aber das geht mir heute noch so, wenn ich Richtung Brandenburger Tor komme, sehe das Brandenburger Tor und dann den Reichstag, die Deutschlandflagge drauf. Also das ist für mich der schönste Arbeitsplatz der Welt und ich hoffe, es bleibt noch lange so. Da bin ich guter Dinge. Also. Wieso denn gerade die AfD? Sie hätten es ja vielleicht bei der CDU oder so leichter noch gehabt oder schon viel eher Ihren Kindheitstraum erfüllen können. Ich war mal dicht dran in den 90ern bei der FDP und dann war ich kurz davor mal im Saarland, hätte ich Vorsitzender werden können, als der alte Werner Klump aufhören wollte und Christoph Hartmann dann als sehr junger Vorsitzender gewählt worden ist. Aber da war ich gerade in der Phase, dass ich meine Anwaltskarriere vorangetrieben habe. Und AfD ganz einfach, weil die Politik von Frau Merkel immer schlimmer wurde. Und ich habe Kinder und ich will denen eine Zukunft, für die eine Zukunft sehen, die wenigstens ähnlich gut war wie meine. Und das habe ich einfach nicht mehr gesehen. Und erst die Griechenlandrettung, die Energiewende, dann Grenzöffnung war der Punkt, wo es bei mir dann wirklich rum war. Und ich gesagt habe, nee, jetzt, ich will da jetzt hin und will was machen. Ja.
Nun steht ja die neue Legislaturperiode, die 20. quasi vor der Tür. Wir müssen Sie nur noch reinlassen. Wollen Sie im neuen Bundestag dann wieder dem Innenausschuss angehören oder mal was ganz anderes probieren? Nee, ich möchte ganz gerne, wenn es geht, wird mal sehen, im Innenausschuss bleiben, dort meine Arbeit fortsetzen. Es ist noch viel zu tun. Also nicht jetzt plötzlich Landwirtschaft oder Sport? Bin ich Stellvertreter. Ich bin noch in drei anderen Ausschüssen Stellvertreter. Gut, Sport ist ein Hobby, aber was soll ich da bewegen? Ja? Ich meine, ich bin auch in den Genuss gekommen. Ich habe, glaube ich, fast 50 Reden gehalten im Bundestag. Das ist sehr viel. Und weil es halt brennende Themen sind und dort also wirklich, das ist einer der Ausschüsse, wo am meisten passiert einfach. Ja? Und das macht Spaß. Ist auch die meiste Arbeit, auch keine Frage. Aber es fordert und das ist gut so. Nun sind Sie ja nicht nur Politiker, Sie sind ja auch Mensch. Was machen Sie denn, wenn Sie am Ende des Tages oder am Ende einer anstrengenden Sitzungswoche mal entspannen müssen? Ja, sehr schwer. Früher habe ich viel Sport gemacht. Das war jetzt mit den Schließungen der Fitnessstudios nicht mehr möglich. War auch in Berlin etwas schwer, muss ich sagen, wenn man dann im Bundestag muss und dann irgendwie noch eine Sporttasche mitnehmen muss. Dort gibt es leider keine Möglichkeit, was ich gar nicht verstehe. Mhm. Mittlerweile zwinge ich mich dann zu ausgedehnten Spaziergängen um die Seen hier. Ich koche sehr gerne, leidenschaftlich. Ja, das sind so die Hobbys. Viel mehr bleibt eigentlich gar nicht. Verraten Sie unseren Zuschauern auch noch, was da Ihr Lieblingsgericht ist, was Sie gerne kochen? Ach, quer durch asiatisch, europäisch, italienisch, spanisch, viel Fisch. Und Fleisch, also alles. Ich koche schon mein Leben lang. Mein Vater war Jäger und habe mit meiner Großmutter schon zusammen gekocht, so die alten Rezepte und so. Und wage auch mal was Neues. Spannend. Was Neues können Sie ja dann auch bald im Bundestag wieder wagen. Mit Sicherheit. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück für Ihren Wahlkampf und viel Spaß auch. Werden wir haben. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Wirth. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ihnen danke ich, dass Sie eingeschaltet haben und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.